Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute möchte ich euch einen Dienst vorstellen, den ich persönlich ja super cool finde. Und zwar ist es möglich, uns Daten zu übertragen bzw. ja Dateien zu versenden, auszutauschen mit ja unseren Freunden, Bekannten, Partner, mit wem auch immer wir das tun möchten. Und zwar das alles, ohne die Dateien erst auf irgendeinen Server hochladen zu müssen. Wir versenden die Daten direkt von unserem Rechner aus über den Webbrowser. Das Zauberwort hier lautet WebRTC, ja, Web Real Time Communication. Die Seite hier sieht zum Beispiel so aus, die nennt sich ri.io. Das ist andersrum von Peer hier. Das ist ein ja, Peer-to-Peer-Rechner-Rechner-Verbindung. Ja, Peer-to-Peer in your Browser, wie es hier schon steht. Und zwar hier kann man nochmal ja, schon sehen hier, dass ja, können Daten übertragen direkt zu einem anderen Browser. Alles, was wir machen müssen, ist hier steht nochmal, dass keine Daten irgendwo zwischengespeichert werden. Ja, das ist auch nochmal ein Vorteil. Alles, und es geht wirklich, es ist sehr, sehr einfach und schnell. Wir müssen einfach unseren File aussuchen und hier ziehen. Dann wird ein Link generiert, den wir unseren ja, Freund versenden. Wir können ja einmal vormachen. Das sieht dann so aus. Wir wählen jetzt hier, ich habe jetzt eine Image ausgewählt, die 4,3 GB groß ist. Das ist auch nochmal ein Vorteil, dass keine Begrenzung gibt. Also wir können Unmengen von Daten übertragen. Und schon sehen wir hier, dass hier ist meine Datei, ja. 4,3 GB groß, und hier sehen wir, dass der Link hier generiert wurde. Das müssen wir unserem Partner versenden. Ja, wir kopieren das einfach. Hier sehen wir nochmal, wie oft die Datei heruntergeladen wurde. Wir können den Link natürlich auch ja, mehreren Leuten gleichzeitig versenden. Und wir können hier die Datei, wenn wir möchten, mit einem Passwort noch versehen, ja, den wir auch natürlich den Empfänger mitteilen müssen. Genau, das ist eigentlich hier von unserer Seite aus schon alles. Wir müssen jetzt, ich werde mal einfach mal hier einen Browser noch hier öffnen und den Link hier kopieren. Einfach mal so als Beispiel. Und dann sieht es so aus, also der Empfänger dauert einen kleinen Moment, bis das hier die Browser sich ja, verbinden sozusagen. Und bei unserem ja, Partner sieht dann so aus. Dateiname große. Und wenn er jetzt auf oder sie auf Download hier klickt, dann startet der Download. 7 MB. Okay, das ist ja ganz schön. Wir sehen dann hier, dass eine Person die Datei herunterladet. Wenn jetzt hier mehrere Leute herunterladen, dann erscheint hier noch ein. Wir können ja spaßeshalber noch einen Browser hier aufmachen und den Link. Mal gucken, ob das. Genau, jetzt verbindet sich und. Genau. Dann sieht es so aus. Also hier können wir sehen, wie viele Leute hier das gerade herunterladen, mit welcher Geschwindigkeit. Das ist jetzt natürlich ein bisschen langsamer geworden. Der einzige Nachteil da, wenn man das als Nachteil ja sehen möchte, ist natürlich, dass die Browser, die dürfen nicht geschlossen werden. Die müssen offen bleiben, sowohl beim Absender als auch beim Empfänger. Sonst wird der Download unterbrochen. Ich schließe mal hier auf der anderen Seite den Browser und wir sehen, dass der hier angehalten. Genau. Ja, also das ist, wie gesagt, der einzige Nachteil, wenn man so möchte, dass die Browser
ja, nicht geschlossen werden dürfen. Vorteile, ja, ist sehr, sehr einfach, schnell und ja, es gibt keine Begrenzung. Und natürlich, was ja auch entscheidend ist, dass jedenfalls verspricht hier der Anbieter, dass keine Dateien irgendwo zwischen gespeichert werden. Und hier kann man nochmal ja, ein paar Sachen sich ja, durchlesen, was alles ja, und wie das in etwa funktioniert. Und ja, das war es eigentlich auch schon alles, ja. Ich hoffe, dass es euch ja, irgendwie geholfen hat und dass es euch gefallen hat. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich auch über ein Like oder ein Abo. Ich unterbreche das jetzt hier, den Download. Und bis nächstes Mal. Greifen auf unsere Fritzbox zu hier über die Weboberfläche. Hier eine Fritzbox 6490, die die Option unterstützt, die 5 GHz Frequenzband. Ja, wenn wir jetzt hier in den WLAN-Bereich gehen, als nächstes haben wir diese Standardansicht hier, da kann man ja nicht so viel machen. Hier Funknetz, das ist unser Access Point jetzt hier, Funkkanal. Wenn man hier kann man sehen, die Standardeinstellung, die 2,4 GHz Frequenzband. Hier sieht man die 5 GHz Frequenzband, die ist allerdings ausgegraut und kann man nicht machen. Ich denke sogar, das liegt daran, dass das hier zu sehen ist, dass das bei mir schon mal eingeschaltet war. Sonst würde man das nicht sehen. Wir gehen jetzt wieder hier auf unser Funknetz. Damit wir das überhaupt aktivieren können, müssen wir jetzt hier unten auf die Ansicht ändern, und zwar in den erweiterten Ansicht ja, umschalten. Genau, und schon haben wir unsere 5 GHz Frequenzband. Einfach hier einen Haken setzen und dann einmal auf Übernehmen. Und das war's eigentlich schon. Günstig ist natürlich, wenn eure Clients Endgeräte, die sollten natürlich auch hier die Option, die die 5 GHz Frequenzband unterstützen, sonst bringt das alles nicht viel. Ja, Vorteile hier gegenüber der 2,4 GHz sind, dass die Kanäle es gibt mehrere Kanäle, die sind weiter auseinander und die kommen sich da nicht so schnell in die Quere, und ja, ist eben stabiler und nicht so störanfällig wie die 2 GHz hier. Hier in den unteren Bereichen 2,4 GHz sind die Kanäle dichter aneinander sozusagen und die kommen sich da schneller in die Quere. Abgesehen davon, ja, kommen dann noch die ganzen Walkie-Talkies und Babyphones und sonst was dazu, die hier auf diese Frequenzenkanäle auch funken und ist natürlich, ja, stören sich gegenseitig. Vorteile vielleicht hier von den 2,4 GHz ist, dass die Reichweite etwas größer ist als hier bei der 5 GHz. Aber ja, also ich finde für mich das hier besser, weil ja, ich denke, die anderen ganzen Vorteile, die bügeln das wieder aus dann. Ja, das war es eigentlich schon. Hier übernehmen nicht vergessen, hatte ich schon gesagt. Und ja. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen damit helfen konnte oder irgendwie hilfreich war.
und freue mich aufs nächste Mal.